Hey Leute, ich habe mir gedacht, weil es so schön war, spielen wir noch eine Runde Unexplored mit einem neuen Helden. Mal schauen, ob der mehr Glück hat. Also, wieder empty Slot. Hallo? Ach so, ich bin auf Journey Onward gegangen. Ja, das ist natürlich... So, wir nehmen wieder den normalen Schwierigkeitsgrad und los geht's. Nehmen wir diesmal einfach einen zufälligen Helden. Ich überlege, ob wir mal einen Dieb nehmen. Nehmen wir mal einen Dieb. Der ist nicht so stark. Dafür ist er von Haus aus besser beim Schlösserknacken und so weiter. Und, er hört besser und findet besser Fallen. Er findet bessere Fallen. Ne, nicht ganz. Und er kann besser schleichen im Schatten. Naja. Und vor allem hat er eine andere Startausrüstung. Er startet nämlich, die Ringe sind für seine Talente verantwortlich, aber er startet auch mit 3 Lockpicks und einem Stealth-Umhang. Achso, der ist auch für sein Schleichen verantwortlich. Aber er startet auch mit 2 Daggern und keinem Schwert. Wir haben von unserem Vorgänger relativ viel Kohle auf der hohen Kante. Wir können uns sogar einen extra Heiltrank leisten. Und wenn wir schon Dieb sind, vielleicht noch ein Lockpick. Passt. Fangen wir an. Light your torch and go in. So, na gut, dann rein mit uns in die gute Stube. Und schon kommt der erste Gegner. Einmal werfen, zweimal werfen. Waffen sammeln und noch mehr Dagger. Hier haben wir eine wahrscheinlich leere Schriftrolle. Ach so, nee, stimmt gar nicht. Soll ich die gleich mal benutzen? Researching. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Researching jetzt bringt. Das können wir erst nachlesen, wenn wir noch eine finden. Shoulder my burden with me. Trag meine Last mit mir. Was haben wir hier? Miavi Viana. Das verstehe ich nicht. Was ist das da? Ah, ein Pedestal. Ein Podest. Aber wir haben leider nichts zum Draufstellen. Ameiseneier. Wir müssen viele Dolche sammeln, dann ist es ziemlich cool. Dann sind wir eine super coole Dolchwurfmaschine. Oh, hier haben wir verschiedene Katzen zur Auswahl. Ich nehme mal die... Okay. Das war scheinbar richtig. Ah, hier haben wir noch eine blanke Schriftrolle gefunden, eine unbeschriftete Schriftrolle. Die können wir dann, wenn wir eine Schriftrolle haben, können wir an einem Zaubertisch die kopieren. Aber ich benutze jetzt die mal, um rauszufinden, was die macht. Detect Magic. Oh, das ist doch cool. Aber was ist jetzt... Jetzt muss ich mal was versuchen. Was ist denn, wenn wir jetzt die eine Katze, die wir jetzt geklaut haben, hier draufstellen? Aha. Oh oh, eine giftschießende Pflanze. Ich kenne die schon. Aber die ist mit unserem super Messerwurf-Dieb ziemlich leicht. Eine Lederrüstung, die haben wir schon. Ich nehme sie mal mit. Ich nehme auch mal die Katze nochmal mit, weil ich glaube, falls wir es aus dem Dungeon lebendig wieder rausschaffen sollten, was wahrscheinlich nicht funktioniert, ist die 15 Gold wert. Das ist schon nicht schlecht. Da könnte ich vielleicht auch die anderen noch mitnehmen. Ich habe nur Angst, dass was Schlimmes passiert, wenn ich das mache. Oh oh. Okay, ein bisschen Feuer und Rauch. Nicht schlimm. Okay, und dann noch die Goldkatze. Okay, gut. Alles gut. Weiter geht's. Eine Tür geöffnet. Mit 2 magischen Gegenständen hier. Einmal ein positiver Zauber, eine positive Schriftrolle und noch eine positive Schriftrolle und ein Schatz. Haben wir schon beim letzten Mal gefunden, habe ich gar nicht erklärt. Solche Schätze, wenn man lebendig aus dem Dungeon rauskommt, ich habe es allerdings noch nie geschafft. Noch nie.
Dann kann man die verkaufen und ist für den nächsten Abenteurer super reich. Okay, das sind zwei verschiedene. Ich benutze die jetzt einfach mal. Mal schauen, was passiert. Nehmen wir erstmal Klamal ne Laranel. Licht. Jetzt ist alles sehr hell erleuchtet. Dann benutzen wir noch Wasrath wie. Jetzt werde ich zufällig irgendwo hin teleportiert, was in dem Fall ziemlich sinnlos war. Aber gut, falls wir die Schrollen nochmal finden, wissen wir, was sie machen. Hier haben wir noch ein Podest. Aha. Wie wäre es denn, wenn ich vielleicht eine Katze nochmal drauf schieben würde? Ah, dann geht hier wirklich eine Tür auf. Und mit dem Schalter mache ich wahrscheinlich die gegenüber auf. Genau. Geht erstmal hier rein. Nervige Ameisen. Und hier haben wir ein Schwert und eine Ration. Ein Schwert, das ich nicht benutzen werde, weil ich bin gerade ziemlich begeistert von unseren Doppeldecker. Noch dazu, weil wir durch den ersten Gegner gleich zwei Ersatzdecker bekommen haben. Und jetzt können wir hier werfen wie sonst noch was. Okay. Treppe in das nächste Stockwerk. Und das Stockwerk ist ziemlich gut zu Ende erkundet. Hier haben wir alles geplündert und so ziemlich alles gefunden. Der ein oder andere Geheimgang mag schon noch irgendwo sein. Das weiß man nie. Aber gut. Sah so verdächtig aus, dieser seltsame grüne Spiralstein. Aber gut. Ein Buch. Oh no. Ich habe gerade rausgefunden, dass der arme Manni der Unschuldige tot ist. Ein Wasserelementar hat es ihm wohl angetan. Möge dieser verfluchte Lord Grievous... Nee, may his cursed Lord Grievous fetch it. Verstehe ich nicht ganz. Aber wahrscheinlich hat Lord Grievous irgendwas getan und soll verflucht sein. Sowas in der Art heißt das wahrscheinlich. Momentan habe ich noch nicht herausgefunden, wo er sein könnte. Ich bete, dass die Lady mir einen Hinweis geben mag. Ich schätze mal, es ist Zeit, mit meiner Exploration weiterzumachen. Mit meiner Erkundung. Troublesome Diary, ein beunruhigendes Tagebuch. Ich habe gerade herausgefunden, dass es einen heiligen Raum in Wested Hollow, in der ersten Stufe, oben gibt es einen heiligen Raum. Ach, mit vier Tierfiguren, ja, da waren wir schon. Man muss nur eine entfernen, das ist der Schlüssel. Okay, das haben wir schon gemacht. Ich hab da gerade was gehört. Das ist was Großes. Oh, okay. Was Großes mit Reichweite. Oh shit. Ich habe keine Waffen mehr. Zurück, Bestie! Cool. So, was haben wir denn hier? Das sieht aus wie Pac-Man oder so. Ich glaube, ich habe nichts, was aussieht wie Pac-Man, befürchte ich. Ich könnte mal versuchen, eine goldene Katze draufzulegen, aber das wird nichts bringen. Wahrscheinlich. Ah doch, tatsächlich. Kann ich das auch mit anderen Schätzen hier machen? Oh nein, der wurde jetzt einfach verschlungen. Oh, Käfer. Wow, noch mehr Käfer. Zurück. Okay. Wir haben zwei Skillpunkte bekommen. Das ist ziemlich cool. Skillsteine. Ich kann mich jetzt entscheiden, was ich gerne mehr hätte. Und ich glaube, ich nehme bessere Schlösser knacken. Und zwar gleich zweimal. Wir werden jetzt ein richtig guter Schlossknacker. Das heißt, verschlossene Türen sind in Zukunft kein Problem mehr für uns und unsere Dietriche. Alle Wetten sind vorbei. Das Glück ist den Mutigen hold.
Läuft. Hallo? Ist da jemand? Okay, ich habe irgendwelche Türen geöffnet. So, vor uns ist noch eine verschlossene Tür. Ah, die war mal verschlossen. Das könnte ein Heilbrunnen sein. Ja, ist es auch. Die Göttin ist uns hold, zum Glück. Ups. So, was ist das? Ah, der Schalter für die gleiche Tür. Na gut. Dann können wir runter in die nächste Ebene. Abgesehen von irgendwelchen seltsamen Geheimgängen. Also, läuft viel flüssiger wie beim ersten Charakter, oder? Wir rocken hier durch wie sonst noch was. Rock'n'Roll! Ein schlafender Käfer. Surprise Attack! Oh, der kann zurückschießen. Oh oh. Finde ich nicht gut. Au. Ah. Okay, gut. Ich muss besser aufpassen. Blaue Käfer sind gefährlich. Ich esse mal eine Ration. Das spart uns nämlich später vielleicht einen Heiltrank, wenn wir Glück haben. Ein Schlüssel und ein unidentifiziertes Amulett. Ich traue mich jetzt einfach mal, das auszurüsten. Wenn sich rausstellen sollte, dass das ein böses Amulett ist, ein verfluchtes, dann haben wir ein Problem, weil dann können wir es nicht mehr abnehmen und haben einen negativen Effekt auf uns. Aber ich bin jetzt einfach mal so mutig und hoffe, dass wir positive Magie haben. Oh, Bomben. Das ist neu. Die kenne ich noch nicht. Cool. So, ich trinke mal den unbekannten Trank. Invisibility. Cool, da haben wir jetzt noch einen. Und die unbekannte Schriftrolle. Magic Mapping. Jetzt ist die Karte aufgedeckt. Der Charakter hat aber auch Glück heute. Kann ich die Bomben ausrüsten? Ja, ich glaube, ich will die mal benutzen. Jetzt hat er die Pumpe aufgehoben. Ich schätze, ich hätte die vorher anzünden sollen. Okay, Moment mal. Moment mal, Leute. Ich benutze mal so. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh Gott. Okay, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie es funktioniert, theoretisch. Heben wir uns für wichtigere Momente auf. Okay. So, das wollte ich alles nicht. Oh Gott, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall noch ein paar zusätzliche Dagger, was ziemlich cool ist. Das bedeutet, wir können jetzt noch mehr durch die Gegend werfen und müssen uns nicht Sorgen machen, dass uns die Munition ausgeht. Hier haben wir ein Buch am Boden. Okay. Ein dummer Läufer oder so. Dumme Läufer, keine Ahnung, was das sind, haben diesen Dungeon infestiert. Wie sagt man denn da? Ungeziefer, in Beschlag genommen, keine Ahnung. Infiziert. Na, infiziert ist schon vielleicht. Naja. Das ist ein guter Name für diese ekligen Kreaturen. Sie gehen einfach, selbst wenn man sie niedergehäckselt hat. Es scheint sie irgendein dunkler Zauberer zu kontrollieren. Okay. Aus seiner Höhle in der Gold Cave in Tiefe 5 aus. Okay. Jetzt muss ich diesen Magier besiegen. Und um mich von diesen besorgniserregenden Walkern, Läufern zu befreien. Ein für alle Mal. Oh shit, sind hier jetzt untote Zombies und in der fünften Ebene haben wir einen... Hahaha, jetzt ist es mein Dagger. Pech gehabt, Freund. Hier, kannst meine haben. Yeah, ich bin so ein cooler Actionheld. Oh Mann, warte mal. Anders hinsetzen. Okay, je mehr ich über Wasserelementare höre, desto mehr hasse ich sie. Ich habe auch schon von denen gehört. Irgendjemand ist einem Wasserelementar zum Opfer gefallen. Aber mehr weiß ich nicht über die.
Okay, ich habe sehr viel Türen geöffnet. Oh, hey! Das ist mal eine Begrüßung. Was ist denn los? Nimm den mit. Ach so, die von den Gegnern muss ich separat aufheben. Die gehören quasi noch nicht mir. Mann, jetzt habe ich viel Decker. Gehen wir mal noch hier in den Raum, bevor wir weitergehen. Das ist aber mal eine Schatzkammer. Was haben wir denn hier? Magic Desk. Hier könnte ich, glaube ich, Schriftrollen kopieren. Wartet mal. Doch sogar was, oder? Nee, ich habe einen Trank. Ach so. Die Tentakelkreaturen aus Wasser, die direkt auf dich, die greifen, attackieren, also direkt auf dich zu, so, okay. Und Chabberlings sind kleine Humanoiden, die sich vergraben, glaube ich. Sie treten in Gruppen auf, die meiste Zeit. Und sie blenden gerne unachtsame Abenteurer mit Rauch, bevor sie sie attackieren. Das klingt gemein und gefährlich. Ah, Recharge und noch ein paar unbekannte Schriftrollen. Ziemlich cool. Noch ein paar Bücher. Man kann einen Nahkampfring und eine Axt oder einen Knüppel fusionieren. Der Bonus des Rings wird dann auf die Waffe übertragen. Okay, cool. Gut zu wissen. Die Zwerge haben früher Mithril-Rüstungen geschmiedet, um sich zu beschützen gegen die Gefahren der Tiefe. Aber von den Zwergen hat man schon seit Ionen nichts mehr gehört, außer Legenden. Aber ich habe gehört, wenn man 6 Klumpen Mithril, Erz mit einer Kettenrüstung verbindet, kann man eine Mithril-Weste daraus machen. Okay, cool. Coole Informationen. Okay. Soll ich mal... Ich habe ein bisschen Angst. Wir haben bis jetzt so viele positive Effekte. Die müssen fast negativ sein, oder? Aber wie finden wir sonst raus, was die machen? Kann ich die werfen? Irgendwie nicht. Ich habe es jetzt in der Hand, aber ich kann es nicht mal benutzen oder so. Dann nicht. Dann werde ich das jetzt einfach benutzen müssen. Ah, Identify. Jetzt kann ich was identifizieren. Dann identifizieren wir mal die Schriftrolle, die wir hier zweimal haben. Fluch entfernen. Cool. Sogar wenn das Amulett verflucht ist, kann ich das jetzt entfernen hiermit. Cool. Und jetzt wartet mal. Was ist denn das jetzt genau für ein Tisch? Ein Magic Desk. Jetzt pass mal auf. Wenn ich jetzt hier... Ja, genau. Jetzt haben wir dreimal Fluch entfernen. Für den Fall der Fälle. Na gut. The Damp Point ist die nächste Ebene. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Wasser. Ist ja auch der feuchte Ort, an dem wir hier sind. Sehr viel Wasser. Ich bin mir ziemlich sicher, die Wasser... Oh ja, jetzt kommen die Wasserelementare hier natürlich. Die Manni getötet haben? Nee, warte mal. Die leben in antiken Pools of Fame. Ach so, in Tiefe 6, also noch 2 Tiefen von hier. Okay, es wird Zeit, dass wir ernst werden und Lady Sophie anflehen, sie zu erschlagen, wo sie stehen. Möge Lord Grivers ihre schmutzigen Seelen reapen, holen. Die Rache möge unser sein. Das ist heißes Wasser. Verdammt, das hätte ich mir durch den Dampf denken sollen. Ich dachte, das ist vielleicht ein Heilbrunnen. Stattdessen bin ich ins heiße Wasser gehüpft. Oh, da ist irgendwas. Mit einer riesigen Axt.
glaube, ich gehe lieber erstmal den anderen Weg. Hier sind viele gefährliche Fische im Wasser. Die attackieren uns auch sofort. Ah, ich habe gerade irgendwelche Geschütztürme deaktiviert. Das ist gut. Kein Geheimgang in Sicht. Nur tödliche Fische. Ist echt blöd, weil wenn ich da lang schwimme... Na, da nicht. Da ist eine Sackgasse. Aber wer weiß, wo es, wie es in den anderen Gebieten aussieht. Da könnte sich schon was befinden. Aber man sollte die Fische nicht unterschätzen. Vor allem, wenn die in Schwärmen kommen. Vor allem, wenn zu viele sind. Wenn ich jetzt eine Angel hätte, ey. Ich würde euch so wegangeln. Oh Gott, Hilfe, aua. Und außerdem kann unser Charakter auch nicht schwimmen. Er läuft dann unter Wasser. Und das kann zu schweren Erstickungen führen. Hey, das ist voll unfair. Warum trifft mich der und ich ihn nicht? Was soll denn das jetzt? Oh shit, wir können hier nicht an Land gehen. Wir müssen außen rum schwimmen. Ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Oh Gott. Ah, okay. Luft holen und durch jetzt. Schnell. Bevor die Fische kommen. Okay. Oh, da sitzt irgend so ein Salamander. Na, der soll da mal sitzen, würde ich sagen. Oh, Amulett identifiziert. Oh, verdammt. Es ist ein böses Amulett. Genauigkeit minus 1. Zum Glück können wir jetzt den Fluch wegnehmen und das wieder abnehmen, weil es, wir hätten es sonst nicht mehr wegnehmen können, abnehmen können. Ich lege es am besten gleich ab, dass ich es nicht versehentlich nochmal aufnehme. Na gut, Leute, wir müssen jetzt hier mal kurz Pause machen und morgen geht es dann genau hier an der Stelle weiter. Macht's gut, bis dann. Ciao.